Okay. Und damit seid gegrüßt, meine Zweige genommen Hobbits und denkt oder zu einem neuen Spiel zu einem Let's Play. Wir spielen Wolfenstein 2, die New Colossus. Mit dem Zweigen Fürst. Hier gerade nicht so, hier ist Titelscreen ist hier gerade nicht so drin, aber okay, werden wir bestimmt gleich haben. Nach Wolfenstein The New Order. Nach dem ersten Teil spiele ich jetzt auch Wolfenstein 2 The New Colossus. Die deutsche Version mit zensierten Sachen, um sicher zu gehen auf YouTube. Ist zwar hier in Wolfenstein 2, ihr werdet sehen, es gibt hier ein paar Schwächen, das Spiel hat aufgrund der Zensierung. Aber naja, was soll's. Wir spielen die deutsche Version. Und auf geht's. Starten wir ein Spiel, neues Spiel. Starten wir rein ins Abenteuer. Und wir spielen. Ja, wir spielen wieder die mittleren Schwierigkeiten zur Gelegenheit, gerade für Schwierigkeiten. Ja. Genau, die mittleren Gelegenheitsgrad für Schwierigkeitsspieler. Genau, so machen wir das. Den leichtesten Spiel, den müssen wir uns nicht antun, aber ich glaube den Weg hier, den mittleren Schwierigkeitsgrad, da haben wir in Wolfenstein 1, waren wir ganz gut mit dran. Ich denke, das ist unser Ding. Okay, mein Leben können wir uns noch nicht auswählen. Ein lebhaftiger Tod, ein extrem hoher Schwierigkeit für unerschrockene Spieler. Ja, wir nehmen den mittleren Schwierigkeitsgrad. Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Hey, Hündchen! Halt! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Also General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist er, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Eng. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? DJ Blaskowitz. Caroline, Sie leben. Wenn man einen Sackscheiß Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Seth Roth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Cello gebracht. Sie sind Seth Roth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Seth Roth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitz. Pass auf da draußen. Niemand verlässt mein Lager. Max, halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Die Dirty Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dirty Shoot ist allem, was sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blaskowitz. Ihre alte Freundin Frau Engel befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt!
Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes. Dringen so schnell es geht in die Basis ein. Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Feuer frei. Eine schöne Zusammenfassung der Lage von Wolfenstein 1. So haben wir es gespielt. Und hier sind wir wieder. William! William! Blaskovic! Findet ihn! Blaskovic! Gerade haben wir Totenkopf erledigt. Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Wir sind hier. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl. Blenden an die Vergangenheit. Ach nein. Ich muss hier nochmal wählen, oder was? So stur, Captain Blaskovic. Gute Eigenschaft, meine, ist Geduld. Endlos. Aber ja, wir haben ihn schon mal geopfert. Welche wohl stärker ist? Wir haben ihn geopfert. Da ist er. Déjà vu. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen Pferd ist geopfert und Wolfenstein 1. Scheiße, das ist deine Eingeweide. Sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Und hier werden wir gerettet. Los, jetzt anheben. Einzigen. Nach dem siegreichen Kampf über. Zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Leben vor Freunden. Was keine Ahnung. Es ist so zu leid. Ich. Warte, wir sind raus. Feuer! Ja, Madam. Er verblutet. Schneller! Maxus! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch. Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Oh, Vater ist wieder zu Hause. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung. Es ist so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte. Bleiben Sie bei uns, Blaskovic. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Leute, wir brauchen dringend Blut. Hört ihr? Alle zur Krankenstation. Na los, beeilt euch. Ja, ich brauche Licht. Bleib da, still jetzt, er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg. Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. What the fuck? Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich.
Oh, Sophia. Jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich. Keine Angst, Tommy. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, der nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Los, Fasshund. Fasshundi. Beiß den Drecksack. Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Immer her damit, du kleiner Fasshund. Hätte auf den Kopf ziehen müssen. Leider nicht. Oh, scheiße. Du bist so verdammt schwach. Die hacken auf dir rum. Die zerbrechen dich, lassen dich Dreck fressen. Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es nehmen kann. Ruhig atmen, Blaskovic. Sehr dreckig. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Oh Mann. Bessie! Happy! Was hat der Bastard vor? Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselt so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Ach, halt's Maul. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz und Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Bring an den Abzug. Schäden begradigen. Genauso. Und jetzt? Schieß. Auf ihn schießen können wir nicht. Schieß! Ah, geht leider nicht. Du kleiner Kümmerling. Nö. Und dumm wie Bohnenstroh bist du auch noch. Mach ich nicht. Schieß! Einen Scheißdreck durch.
Ich weiß, ich kenne diesen Teil des dieses Kapitel. Ich habe schon ein bisschen gespielt auf der Switch, habe ich das Spiel schon. Ich habe am Anfang privat schon gespielt. Ich kenne da auch schon ein bisschen was von. Ich weiß, dass man hier leider nicht anders. Dass man das hier leider nicht anders machen kann. Das ist schrecklich, aber. Es geht leider nicht anders. Man kann hier stundenlang warten, das Spiel geht nicht weiter. Bevor man den Hund nicht erschossen hat. Der lässt uns hier wirklich verfaulen. Was für ein dreckiger Vater. Möchte nicht erschießen. Ist wirklich fies. Tja, am liebsten würde ich auf ihn schießen, den Vater. Der Dreckige. Ich schieße daneben. Auf das Seil schieße ich. So schwach wie deine Mutter. Jetzt erschießt der Vater ihn. Und aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Station da rein. Ziele. Die weiße, rot und förmige Markierung zeigt dein nächstes wichtiges Ziel an. Wir müssen die Tippfunktion für zusätzliche Informationen über
Richtung und Entfernung zu einem wichtigen Ort, um deine aktuelle Missionsziele in den Augen zu behalten. Gehe mit der Funktion aktivieren. Okay. Du bist also im Rollstuhl. Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Natürlich tun Sie das. Oh, Scheiße. Da kommen Sie. Ich muss erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Sieht nicht so aus. Mein Rollstuhl. Das Unwort gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Roll hier durch die Nazis durch. Haltet euch an, ja. Bin unterwegs. Eine Rollstuhlfahrer können die nicht. Können nicht bestehen. Ja, ja, man nicht. Rolle. Vorsicht, der Boden ist. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger Anja, schön, dass Sie herumlaufen. Wo ist sie? Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Was sagen Sie mir? Frau Engel. Sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse. Ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber... ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Na toll, ein Mann im Rollstuhl. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Die Nazis. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Es ging was in diesem Teil mit den Feinden zu tun. Die haben wir schon Teil 1 ein bisschen getroffen.
Kacke. Das läuft hier nicht so gut. Ein bisschen Heilung könnten wir gebrauchen. Und da ist Game Over. Nice. Müsst ihr irgendwann so weit kommen. Sie denken, sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Ist jetzt momentan noch nicht so wirklich. Okay, wie kommen wir jetzt da durch? So lang, denke ich. Geht's auch noch wieder runter? Wohl. Na, von hoch hier. Panzer wäre nicht schlecht. Hier kommen wir nicht runter. Zum Lesen halten. Die neue Wahrheit. Welt verurteilt Mord an General Strasser. Berlin, 25. Februar 1961. Während einer weltweiten Fernsehübertragung hat sich der geliebte Kanzler gestern zum Tod des großen General Wilhelm Strasser geäußert. Er war letzte Woche nach einem terroristischen Anschlag auf sein Forschungszentrum der Ostseeküste ums Leben gekommen. General Strasser war nicht nur für seine humanitäre Arbeit und wissenschaftlichen Erkundungen bekannt, die unser glorreiches Land bei seinem Bestreben unterstützt hat, die Welt von der Tyrannei zu befreien. Er war auch ein guter Freund des Kanzlers, obwohl unser geliebter Kanzler von dem tragischen Ereignis sichtbar mitgenommen war, zeigte er wie gewohnt Entschlossenheit, die Terroristen zu bestrafen, hinter der Abscheuung über den Angriff stecken. Wir müssen uns klar und gegenüber darüber sein, dass ein Angriff auf uns alle ist. Volk Germaniens, dass es das in Frieden bleiben möchte, verkündete der Kanzler. Wir werden diese abscheulichen Mörder finden. Wir werden sie jagen. Und wir werden sie zu Recht und zerstören. Ja. Diese Nazis.